So, Michael, würden Sie bitte so nett sein und diese Quittung unterschreiben? Hier, für den Empfang der Kassette aus dem Schließfach der Bank. Okay, vielen Dank. Und diese Erklärung bitte, wodurch Sie die Bank von Ihrer Verantwortung für den Inhalt des Schließfachs entbinden. Irgendwie aufregend. Vielleicht finden wir raus, dass eure Mutter irgendwo eine Million versteckt hat. Ich würde vorschlagen, wir fangen an. Ihre Mutter liegt im Beerdigungsinstitut Cedar Heights, bis Sie ein Arrangement für die Bestattung getroffen haben. Ich dachte, das wäre bereits arrangiert. Es gibt da noch ein Problem. Was für ein Problem? Nun, Ihre Mutter äußert in ihrem letzten Willen ausdrücklich den Wunsch nach einer Feuerbestattung. Feuerbestattung? Oh, ich weiß, ich verstehe es ja auch nicht. Oh. Wann hat sie sich dazu entschieden? Tja, offenbar erst kurz vor ihrem Tod. Das ist doch total verrückt. Ich kenne keinen Menschen, der sich verbrennen lässt. Das machen ziemlich viele Leute. Aber niemand aus meiner Familie. Unser Dad hat zwei Grabstätten in Prairie Hills gekauft. Eine für sich und eine für Mom. Aber hier steht ausdrücklich sie. Es interessiert mich nicht, was da steht. Vielleicht war Mom nicht mehr bei sich. Vielleicht hat sie nicht mehr gewusst, was sie sagt. Wenn sie unbedingt verbrannt werden wollte. Warum hat sie Dad dann zwei Grabstätten kaufen lassen, hä? Sie hat ihren letzten Willen sehr präzise gefasst. Sie will, dass ihre Asche verstreut wird, und zwar von der Roseman Bridge. Was? Tja. Das gibt's nicht. Mr. Peterson, sind Sie sicher, dass Mom das geschrieben hat? Es wurde notariell beglaubigt und bezeugt von Mrs. Lucy Delaney. Am besten fragen Sie die... Wer zum Teufel ist Lucy Delaney? Oh, ich erinnere mich an Mrs. Delaney. Ich weiß nur nicht... Egal. Das interessiert mich nicht. Mag es nun legal sein oder nicht, wir werden sie nicht verbrennen lassen. Und wir werden ihre Asche nicht von irgendeiner Brücke werfen, wo wir sie dann nicht einmal besuchen können, weil ihre Überreste in alle vier Winde verstreut sind. Abgesehen davon, dass Autos drüber fahren und Hunde ihr Geschäft drauf machen... Wir werden es nicht tun, klar? Ich bin nicht mal sicher, ob es christlich ist. Vielleicht ist es italienisch? Ihre Mutter war Italienerin. Und das spielt doch keine Rolle. Machen Sie weiter. Wir können das ja später nochmal besprechen. Jetzt will ich erstmal die Kassette öffnen. Sieh dir das an. Sag mal, kennst du diese Bilder von Mann? Sie war nämlich im Umschlag von 1965. Sie trägt ja keinen BH. Das ist die Hollywell Bridge. Falls es jemanden interessiert. Was sind das für Urkunden hier? Lassen Sie mal sehen. Oh, die betreffen das Ackerland, das Ihr Vater 1959 dazu gekauft hat. Und das hier? Oh, das sind die Verkaufsbelege über Maschinen und Geräte, die Ihre Mutter verkauft hat, nachdem Ihre Eltern den Rahmen nicht mehr bewirtschaften konnten. Und die Verträge mit Ihren Nachbarn und die Landwirte haben. Und das ist die Besitzurkunde für eine Parzelle, die Ihr Vater erworben hat. Schön. Und, Michael? Ja? Michael. Was ist? Könntest du mal zu mir kommen, bitte? Wieso? Wo willst du hin? Sagen Sie, steht da drin noch was über mich? Ich meine, dass Sie mir irgendwas Besonderes hinterlässt? Nein. Wir haben uns nur gedacht, ob es nicht vielleicht besser wäre, wenn Carolyn und ich die Hinterlassenschaft allein durchsehen. Wir wollen nicht unhöflich sein und sie noch länger warten lassen. Ich rufe sie wegen der restlichen Formalitäten noch an, ja? Ich versuche ständig, mir einzureden, dass ich einen Weg finde, der es mir erlaubt, weiterzumachen. In der Gewissheit, dass wir zwei getrennte Wege gehen. Aber dann... Oh! Aber dann sehe ich durch die Linse meiner Kamera und ich sehe dich. Oder ich fange einen Artikel an und ich ertappe mich dabei, dass ich ihn an dich schreibe. Und jetzt ist mir klar geworden, wie intensiv wir uns aufeinander zubewegt haben während dieser vier Tage. Unser ganzes Leben... Ich will es nicht mehr hören. Verbrenn das verdammte Ding. Ich will es nicht hören. Lauf den Brief weg.
Seite. Also weiter schreibt er, falls Mom ihn je brauchen sollte, erreicht sie ihn über das National Geographic Magazine in Washington, D.C. Er war Fotograf. Er verspricht, er schreibt nie wieder. Und dann steht da nur noch, ich liebe dich, Robert. Robert. Oh Gott. Den leg ich um. Dafür müsstest du zaubern können. Er ist schon tot. Das steht in dem anderen Brief. Er ist von seinem Anwalt. Er hinterließ die meisten von seinen Sachen Mom. Und er verfügt hier... Was? Dass sein Leichnam verbrannt wird und dass seine Asche von der Rosman Bridge verstreut wird. Verdammt! Ich wusste, Mom selbst würde sowas niemals einfallen. Sie hat es von diesem verdammten, perversen Fotografentypen, der hat sie beeinflusst. Wann ist dieser Bastard gestorben? 82. Warte mal, warte, das war 3 Jahre nachdem Daddy... Glaubst du, dass sie... Ich weiß nicht, ich tappe völlig im Dunkeln hier. Was hat man davon, wenn man zu Hause auszieht? Wir waren noch Kinder, als das passiert ist. Ich kann es einfach nicht glauben. Was denkst du? Glaubst du, sie hatte Sex mit ihm? Oh mein Gott, Michael, es muss wirklich reizend sein, mit dem Osterhasen und Peter Pan in deinem Kopf zu wohnen. Gefälligst auf, so mit mir zu reden. Sie war meine Mutter, verdammt nochmal, und auf einmal erfahre ich, sie war eine... Eine was? Und es steht was soll ich deiner Meinung nach jetzt von ihr denken? Es ist unglaublich, dass sie das nie erwähnt hat. Wir haben telefoniert mindestens einmal in der Woche. Wie konnte sie das tun? Wie haben sie sich kennengelernt? Wusste der davon? War sonst noch was in diesem Umschlag? Nein, das glaube ich nicht. Lies es. Liest du es? Januar 1987. Liebe Carolyn, ich hoffe, du liest das mit Michael. Ich bin sicher, allein wird es ihm sehr schwer fallen, damit fertig zu werden. Er braucht Hilfe, um das alles zu verstehen. Zuerst jedoch will ich euch sagen, ich liebe euch beide über alles. Und obwohl ich mich gut fühle, denke ich, es wird allmählich Zeit, meine Affären, entschuldigt das Wort, zu klären. Ach, unfassbar, dass sie darüber auch noch Witze reißt. Ich bin sicher, nach Überprüfung der Bankschließfachkassette werdet ihr bestimmt bald auf diesen Brief stoßen. Seinen Kindern so etwas zu schreiben, ist sehr schwer. Eigentlich könnte ich es genauso gut mit dem Rest von mir sterben lassen. Aber wenn man älter wird, werden auch die Ängste immer kleiner. Was dafür immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, soll bekannt werden. Und zwar euch, die zu mir gehörten in diesem kurzen Dasein. Es wäre zu traurig, die Menschen, die ich am meisten geliebt habe, auf dieser Erde zurücklassen zu müssen, ohne dass sie wissen, wer ich wirklich war. Es ist leicht für eine Mutter, ihre Kinder bedingungslos zu lieben. Das ergibt sich ganz von selbst. Ich weiß nicht, ob das für euch Kinder ebenso einfach ist, weil ihr zu sehr damit beschäftigt seid, uns dafür böse zu sein, wie wir euch erzogen haben. Sein Name war Robert Kincaid. Er war 1965 hier. Er recherchierte und fotografierte für einen Artikel in der National Geographic über die überdachten Brücken von Madison County. Ihr werdet euch bestimmt erinnern, wie stolz wir gewesen sind, als wir das Heft mit den Brücken bekamen und dass wir plötzlich ein Abonnement hatten.
Rosman Bridge. Und der Mann ist Robert Kincaid. Das ist Mams Halskette. Ich will nicht, dass ihr beide auf ihn wütend seid. Und ich hoffe, wenn ihr die ganze Geschichte kennt, könnt ihr ihn vielleicht sogar sympathisch finden und ihm dankbar sein. Dankbar. Es steht alles in den 3 Tagebüchern. Es war die Woche der Landwirtschaftsausstellung in Illinois. Ihr zwei seid mit Dad hingefahren und ihr hattet im Anhänger Carolins preisgekrönten Stier. Es war ein Sonntag, als ihr weggefahren seid. Und ich weiß, es klingt grauenvoll, aber ich konnte eure Abfahrt kaum erwarten. Ihr würdet nun bis zum Freitag weg sein. 4 Tage. Nur 4 Tage. Gibst du mir ein Brot? Hier. Danke. Das waren die Schachspieler. Platz Nummer 10 und aufgestiegen auf den 9. Platz in unserer Top 15 dieser Woche ist Baby I'm Yours. Warte. Anschreien hilft nichts. Entschuldige, war nicht so gemeint. Du wirst nichts essen, was zu scharf gewürzt ist, hm? Und du hast mir versprochen... Ich schwöre, nur mit Filter und nicht mehr als ein halbes Päckchen täglich. Ich halte mich dran. Du weißt, Dr. Reynolds hat gesagt, du hörst besser auf. Ich weiß, war nur ein Scherz. Ja. Du willst wirklich nicht mitfahren? Nein, absolut nicht. Was machst du in den 4 Tagen als Strohwirt für mit viel Freizeit? Dasselbe, was ein bezahlter Knecht tut, nur dass ich weniger Hilfe habe. Ich werde nicht sehr viel Schlaf kriegen, Franny. Ich kann nicht einschlafen, wenn du nicht neben mir bist. Es sind nur 4 Tage, ne? Wir sind schon weg. Warum liebst du mich so? Du weißt, ich mag dich nicht. Geh runter. Geh schon. Gefällt dir die Arie? Wir sind ganz allein, wir beide. Nur du und ich.
Wissen Sie, ich habe das sichere Gefühl, ich habe mich verirrt. Wo wollten Sie jetzt sein? In Iowa? Ja. Dann haben Sie sich nicht sehr verirrt. Ich möchte zu einer Brücke. Einer dieser überdachten Brücken, die es hier in der Gegend gibt. Roseman Bridge? Genau. Da sind Sie ziemlich nah dran. Es sind noch etwa 2 Meilen von hier. Wie finde ich dahin? Naja, Sie sollten diesen Weg nehmen. Dann kommen Sie zu Cutters und da können Sie links abbiegen. Zu Cutters? Cutters Farm. Ziemlich kleines Haus, dicht an der Straße. Böser, bissiger, gelber Hund. Bissiger, gelber Hund, okay. Ja, dann fahren Sie einfach auf dieser Straße entlang und dann kommen Sie an eine Abzweigung und dann ist es nur noch eine halbe Meile. Und wie fahre ich an der Abzweigung? Nach rechts. Und dann fahr... Nein, nein, nicht an dieser Abzweigung, entschuldigen Sie bitte. Sie kommen zu Petersons. Petersons? Petersons Farm. Und nach dem alten Schulhaus ist es die linke Abzweigung. Es wäre leichter zu erklären, wenn es Straßenschilder geben würde. Ja, ganz sicher wäre es das. Aber ich kann es Ihnen zeigen, wenn Sie wollen. Oder ich kann es Ihnen erklären. Ich kann es Ihnen zeigen oder erklären. Wie Sie wollen. Ich überlasse es Ihnen. Es ist egal. Ich möchte Sie auf keinen Fall von Ihrer Arbeit abhalten. Nein, ich wollte nur gerade einen Eistee machen und dann... Ein Atomspalten, aber das kann warten. Okay. Ich hole nur meine Schuhe. Ich war nicht auf Beifahrer vorbereitet. Okay. Wo fahren wir lang? Zurück. Dann rechts. Zurück. Rechts. Duftet wundervoll, dieses Iowa. Ist ein spezieller Duft, besonders in dieser Gegend. Sie wissen, was ich meine? Nein. Naja, das zu erklären ist ziemlich schwierig. Es liegt wahrscheinlich an der lehmigen Erde. Sie ist so fruchtbar und sehr fett. Und lebendig. Lebendig ist vielleicht falsch, aber auf jeden Fall riechen Sie es nicht, oder? Vielleicht, weil ich hier lebe. Ja, kann sein. Aber es riecht gut. Und Sie stammen aus Washington, ja? Ja, und dort habe ich auch sehr lange gelebt. Als ich Mitte 20 war, zog ich um nach Chicago, wo ich geheiratet habe. Aha. Und wann gingen Sie wieder zurück? Nach meiner Scheidung. Seit wann sind Sie verheiratet? Schon furchtbar lange. So, schon furchtbar lange. Mhm. Wo kommen Sie ursprünglich her? Sie haben doch nichts gegen die Frage. Nein, ich habe nichts gegen die Frage. Ich komme von... Ich bin aus Italien. Italien? Hm? Mhm. Italien nach Iowa. Mhm. Und von wo in Italien? Wir lebten in einer ziemlich kleinen Stadt an der Ostküste. Niemand hat je davon gehört. Bari. Bari? Mhm. Ich kenne Bari. Nein. Ja,
Wirklich? Ja. Ja, wirklich. Ich hatte mal einen Auftrag in Griechenland. Da fuhr ich durch Bari. Ich wollte nach Brindisi, um die Fähre zu erreichen. Vom Zug aus konnte ich sehen, dass es eine ganz hübsche Stadt war. Ich bin ausgestiegen und für ein paar Tage geblieben. Sie stiegen einfach aus dem Zug, nur weil es hübsch aussah? Ja. Ja, nur deswegen. Entschuldigen Sie bitte. Wollen Sie eine Zigarette? Sicher, ich will eine. Sagen Sie mal, wie lange leben Sie schon in Iowa? Lange. Sie sind einfach aus dem Zug gestiegen und da geblieben, ohne jemanden zu kennen? Ja. Ich werde sie heute nicht mehr aufnehmen. Ich mache ein paar Vorbereitungsarbeiten und fotografiere sie dann morgen. Das Licht ist jetzt nicht mehr gut genug. Okay. Also, ich werde einfach auf Sie warten. Es macht mir nichts. Ich werde mal hier runtergehen. Die Stelle ist genauso gut, um anzufangen wie jeder andere. Eine schöne Brücke. Mhm. Wunderschön. Sind Sie oft hier draußen? Nein. Immer so heiß hier? Oh ja, um diese Jahreszeit, ja. Ich habe ein paar Flaschen Wasser auf dem Wagen, wenn Sie was trinken möchten. Oh, wollen Sie auch eine haben? Nein, jetzt nicht, danke. Ich werde mir eine holen. 2,5. Da sind Sie. Oh, Sie haben mich erwischt. Ich habe nur ein paar Blumen für Sie gepflückt.
Oh. Männer tun das doch noch, oder? Ich bin doch nicht altmodisch, weil ich einer Frau als Zeichen der Bewunderung Blumen schenke. Nein, gar nicht. Nur, dass diese Blumen giftig sind. Es war nur ein Scherz. Entschuldigen Sie. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Sind Sie vielleicht sadistisch veranlagt, oder was? Nein, ich weiß nicht, warum ich es getan habe. Sie sind wirklich wunderschön. Entschuldigung. Temperaturen erreichen 29 Grad und Feuchtigkeit 2. Suchen Sie vielleicht irgendwas Besonderes? Hier draußen gibt es nicht viel Auswahl. Nein, ich... In der Nähe von Chicago hatte ich einen Sender drin, der hat ziemlich guten Blues gespielt. Es ist 14:10. Ja, ja. Darf ich Ihnen noch eine Zigarette anbieten? Gerne. Ist das der bissige gelbe Hund, von dem Sie gesprochen haben? Er ist weiß. Nein, er ist gelb. Da wären wir. Ich bedanke mich für Ihre liebenswürdige Hilfe, Mrs. Johnson. Francesca. Robert. Sie vielleicht einen Eistee? Ja, gern. Bitte setzen Sie sich. Ein Schuss Zitrone vielleicht? Ja, gern. Mögen Sie auch ein bisschen Zucker? Ja, bitte. Wenn Sie noch mehr wollen. Danke. Okay. Haben Sie keine Angst, die hier drin zu haben? Tut mir leid, dass ich das getan habe. Ich weiß nicht, wie ich sowas sagen konnte. Wo werden Sie wohnen, solange Sie hier sind? In einem kleinen Motel mit ein paar schäbigen Blockhütten. Das heißt irgendwas mit Motor Inn. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe aber noch nicht eingecheckt. Mhm. Und wie lange werden Sie etwa hier sein? Wie lange? Ja, ich nehme an, so 4-5 Tage hier und eine Woche in der Gegend, solange ich für die Arbeit brauche. Mhm. Wo ist Ihre Familie? Mein Mann ist mit den Kindern auf der Landwirtschaftsausstellung in Illinois. Meine Tochter hat Chancen auf einen Preis für ihren Stier. Wie alt? Oh, ungefähr 1,5 Jahre. Nein, ich meinte Ihre Kinder. Oh! Michael ist 17 und Carolyn ist 16. Es muss schön sein, Kinder zu haben. Ja. Ja, nur, dass sie schon keine Kinder mehr sind. Die Dinge ändern sich. Sie ändern sich ständig. Sie folgen den Gesetzen der Natur. Die meisten Menschen fürchten Veränderungen. Aber wenn sie darin etwas sehen, worauf sie sich verlassen können, kann es ebenso gut ein Trost sein. Es gibt nicht viel, worauf man sich wirklich verlassen kann. Ja, es scheint so. Ich bin einer von den Menschen, die sich davor fürchten, glaube ich. Nein, das bezweifle ich. Warum sagen Sie das? Warum? Von Italien nach Iowa ist eine bedeutende Veränderung. Oh ja, aber Richard war dort in der Armee. Als ich ihn kennenlernte, lebte ich in Napoli. Und ich wusste gar nichts über Iowa. Ich dachte nur, ich komme nach Amerika und... Natürlich, ich würde bei Richard sein. Wie ist er so? Er ist wirklich sehr reinlich. Und reinlich?
Ja? Nein, ich meine, er hat auch andere gute Seiten. Er ist ein fleißiger Arbeiter, fürsorglich, ehrlich. Er ist gütig, ein guter Vater. Und reinlich. Ja, reinlich. Und Ihnen gefällt das Leben hier in Iowa, schätze ich. Hm. Ja. Sagen Sie es mir ruhig. Ich verspreche, ich erzähle es nicht weiter. Darauf sollte ich wohl antworten. Es ist einfach schön und ruhig. Die Menschen sind wirklich nett hier. Und das ist alles wahr, das meiste. Es ist wirklich ruhig. Und die Menschen sind nett, in gewisser Weise. Ja. Und wir alle helfen uns gegenseitig, wenn jemand krank ist oder verletzt. Alle Nachbarn kommen dann und bringen das Korn von den Feldern ein oder tun, was immer getan werden muss. In der Stadt können sie den Wagen unverschlossen abstellen oder ihre Kinder rumlaufen lassen. Und brauchen sich keine Sorgen darum zu machen. Ja, es ist schon sehr viel Gutes an den Menschen hier und ich respektiere sie für diese Qualitäten. Aber? Aber es ist nicht das, was ich mir erträumt habe. Als Mädchen. Ich habe mal was aufgeschrieben, nur so einen Gedanken. Ich tue sowas ziemlich oft auf meinen Fahrten und ungefähr so. Die alten Träume waren gute Träume. Sie gingen nicht in Erfüllung, aber ich war froh, sie zu haben. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich wollte es irgendwann mal anbringen. Mhm. Naja. Auf jeden Fall weiß ich, wie Sie sich fühlen. Möchten Sie zum Abendessen bleiben? In der Stadt haben Sie nicht viel Auswahl. Und Sie müssten nicht allein essen. Und ich auch nicht. Das würde ich gern. Sogar sehr gern. Es kommt nicht sehr oft vor, dass man unterwegs gute Hausmannskost kriegt. Okay. Hätten Sie was dagegen, wenn ich ein paar Filme im Kühlschrank verstaue? Nein, gar nicht. Die Hitze hier draußen ist nicht gerade gut für Sie. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Helfen wobei? Kochen? Ja, Männer können kochen. Ja, okay. Ja, natürlich. Sicher. Also, was kann ich tun? Die Karotten putzen. Karotten putzen. Sicher? Und dann reiben für einen schönen Salat. Na gut. Ich putze die Karotten.
das richtig so? Mhm. Sehr gut. Ja, schön. Nicht übel. Hm? Und vergessen Sie nicht, die Spitzen zu entfernen. Hm? Ja. Die Spitzen entfernen. Entschuldigung. Ich dachte, wo ich gerade dabei bin, kann ich doch auch die Spitzen von denen hier entfernen. Hm? Ja, das ist eine gute Idee. So wird's gemacht, oder? Ja, das ist gut. Aber machen Sie es nicht mit den Fingern, weil der Geruch unangenehm ist. Ich werde Ihnen ein Stück Zitrone geben. Naja, angenehm riecht es nicht. Na gut. Hätten Sie Lust auf ein Bier? Ich hab's im Wagen. Ich würde gerne ein Bier trinken. Sicher. Ich tue alles, um mich vor der Arbeit zu drücken. Sehe ich diesen riesigen Gorilla, den größten Gorilla, den Sie sich vorstellen können. Und der starrt mich an. Mit einem so lustvollen Ausdruck im Gesicht, wie Sie ihn noch nie gesehen haben. Zumindest nicht bei einer wilden Kreatur mit so viel Haaren. Was? Ich bewege mich nicht. Das darf man in so einer Situation nicht tun. Ja. Und dann kam er ganz langsam auf mich zu. Und weiter? Was war das? Oh mein Gott! Und, Sie werden ja rot. Das ist ein schmerzhaftes Thema, ein wirklich äußerst heikles Thema, glauben Sie mir. Was ist passiert? Wir haben uns verlobt. Oh, ich finde, Sie sollten diese Geschichten aufschreiben. Das würde ich gern, wirklich. Aber es war ein weiblicher Gorilla, und so in diesem Sie trug Lidschatten und hatte die Brust aufgelegt. Ihr Hund war so niedlich. Wir schreiben uns noch. Tja, so war das. Aber ich schreibe sowas nicht nieder, es hätte keinen Sinn. Weil ich fürchte... Nun, ich fürchte, mein Schreibstil ist zu technisch. Tja, das Dumme ist, wenn man zu lange Journalist gewesen ist, dann erlaubt man es sich nicht mehr, etwas zu erfinden, wissen Sie? Ich beschränke mich darauf, Bilder zu machen. Bilder zu machen? Ja. Das gefällt mir. Das, was Sie tun, lieben Sie wirklich, oder? Ja, ich bin sogar besessen davon. Warum? Was glauben Sie? Weiß ich nicht. Ich glaube, für Besessenheit gibt es keine Gründe. Man ist einfach besessen. Sie klingen wie ein Künstler. Oh, das würde ich nicht sagen. Redaktionschefs wollen die Fotos gern scharf und lehnen persönliche Kommentare ab. Ich habe nichts dagegen, wirklich. Ich bin kein Künstler. Das ist der Fluch, wenn man sich zu sehr etabliert hat und zu normal ist. Oh, ich glaube, Sie sind gar nicht so normal. Wirklich? Ich habe es nicht so gemeint, wie es sich anhört. Ich meinte, naja, Sie wissen... Das ist schon gut. Wir werten es einfach als ein Kompliment und machen weiter. Haben Sie eigentlich gerne unterrichtet? Ja, immer dann, wenn ein ganz besonderer Schüler dabei war, bei dem es sich lohnte. Ich weiß, es sollte bei allen gleich sein, aber das ist es nicht. Das ist nicht wahr. Sie suchen sich dann ein oder zwei heraus, von denen Sie denken, die könnten Sie weiterbringen. Und haben Sie das? Ich weiß nicht, ich hoffe. Ich weiß, einer von meinen Schülern wurde Medizinstudent. Wieso haben Sie aufgehört? Nun, ich brauchte Zeit für meine Kinder. Und Richard hat es nicht gemocht, dass ich arbeite, also... Ah, aber offenbar vermissen Sie es. Ich weiß nicht, ich denke nicht mehr daran. Jetzt sagen Sie mir, welcher war der aufregendste Ort auf der Welt, den Sie je besucht haben? Hm? Wenn Sie es nicht schon satt haben, noch darüber zu reden. Der aufregendste Ort? Hm? Wenn Sie glauben, dass ein Mann es satt kriegen kann, über sich selbst zu reden, dann haben Sie noch nicht viele Männer getroffen. Tut mir leid, es steht mir nicht zu, so ein Urteil über Sie abzugeben. Nein, ich meinte, es könnte Ihnen zu langweilig werden, Ihre Geschichten einer einfachen Hausfrau zu erzählen, mitten im Nirgendwo. Das ist Ihr Heim. Es ist kein
Langweilig ist es auch nicht. Tja, also ich würde sagen, der aufregendste Ort, an dem ich jemals gewesen bin, ist Afrika. Mhm. Weil es eine ganz andere Welt ist. Mhm. Es ist nicht nur die andersartige Kultur und die fremden Menschen. Das auch, aber es ist die Luft und die Farben, wie sie sich in der Dämmerung ändern. Und die greifbare Spannung, die über dem Ganzen liegt. Das Nebeneinanderleben von Mensch und Tier und Tier und Tier. Wer wird überleben und wer nicht? Man muss lernen, nicht nach unseren Wertmaßstäben zu urteilen. Verstehen Sie, es gibt keine aufgezwungene Moral. Es ist, wie es ist. Und es ist wunderschön, wirklich. Es ist unvergleichlich. Ein wahres Paradies. Das würde ich gern sehen. Es gibt Safaris für Touristen. Sieht aus, als wäre es ein besonders schöner Abend. Gehen wir ein Stück spazieren? Mhm. Sie haben alles hier, wissen Sie? Ja. Nein, ich mein's ernst. Es ist genauso schön wie jeder andere Ort, an dem ich jemals war. Mhm. Die Silberäpfel mir vom Mond, die goldenen mir vom Sonnenrand. Na, Yates. Lied des wandernden Engels. Guter Schreiber, dieser Yeats. Ja. Realismus, Ökonomie, Sensibilität. Schönheit, Magie. Ja. Und es weckt in mir Erinnerungen an meine irischen Vorfahren. Ist irgendwas? Nein, möchten Sie nicht etwas trinken? Vielleicht ein bisschen Kaffee zum Beispiel oder etwas Brandy? Am besten ein bisschen von beiden. Ja? Ja, gern. Bitte. Soll ich Ihnen wirklich nicht beim Abwaschen helfen? Nein, ich mache jetzt nicht den ganzen Abwasch. Ich spüle das Geschirr nur vor. Den Rest mache ich später. Francesca. Ja? Ist alles in Ordnung? Ja. Francesca. Was? Was ist? Wir tun Ihnen nichts Unrechtes, wissen Sie. Nichts, wofür Sie sich schämen müssten. Uralte Nächte und ferne Klänge. Macht sie betrunken. Das wird passieren. Gott, möglicherweise hat er Gewalt angewandt. Und darum konnte sie es uns nie sagen. Och, das hat er sicherlich nicht getan. Er ist so ein netter Kerl. Nett? Er versucht, mit der Frau eines anderen zu schlafen. Nein, das glaube ich nicht. Und außerdem macht dich sowas noch nicht zu einem bösen Menschen. Er erinnert mich irgendwie an Steve. Weißt du, Steve ist schwach, unmoralisch und ein Lügner. Aber trotzdem ein richtig netter Kerl. Er sollte bloß nicht verheiratet sein. Tja, jedenfalls nicht mit mir. Ich hab jetzt Hunger. Hast du keinen Hunger? Ich hatte keine Ahnung, dass es so schlimm ist, Schwesterchen. Oh, bitte zerfließ jetzt nicht vor Mitleid. Niemand zwingt mich zu bleiben, okay? Wieso tust du es dann?
haben Sie sich scheiden lassen? Ich war nie zu Hause. Also warum habe ich geheiratet? Das wäre eine gute Frage. Ich schätze, ich brauchte so eine Art Heimatbasis, Wurzeln. Wenn man viel unterwegs ist, geht man leicht verloren. Hm. Und was ist passiert? Ich ging nie verloren. Ich war aber so gut wie überall zu Hause, nicht nur an einem Ort. Hm. Ich bin sowas wie ein Weltbürger. Ja. Bestimmt sind Sie manchmal sehr einsam. Nein, so weit lasse ich es nie kommen. Nein, ich habe Freunde überall auf der Welt, die kann ich besuchen. Wann immer ich will, ich bin willkommen. Weibliche Freunde auch? Wissen Sie, ich bin ein Einzelgänger, aber kein Mönch. Sie brauchen also wirklich niemanden? Nein, ich glaube, dass ich jeden brauche. Ich liebe die Menschen und möchte so viele wie möglich kennen. Ja, das ist das Komische an Iowa, dass Sie hier immer dieselbe Art von Menschen treffen, wieder und wieder und wieder. Also, wenn Mrs. Delaneys Ehemann eine Affäre mit dieser Redfield-Frau hat, dann wacht plötzlich die ganze Stadt auf. Ja, das gibt es allerdings sehr häufig. Es kommt mir so vor, als lege man zu viel Wert auf. Das gehört mir und sie oder er gehört mir. Das schafft einfach zu viele Begrenzungen und Einschränkungen. Hm. Verstehen Sie? Und das Alleinsein macht Ihnen keiner? Nein, ich glaube nicht. Ich habe es zu einem meiner Geheimnisse gemacht. Hat es Ihnen niemals leid getan? Was? Die Scheidung, meine ich. Nein. Hat es Ihnen nie leid getan, keine Familie zu haben? Nicht jeder muss unbedingt Familie haben. Aber wie können Sie nur für das leben, was Sie wollen? Was ist mit anderen Menschen? Ich sagte doch, ich liebe andere Menschen. Aber niemanden besonders. Aber ich liebe sie allgemein. Das ist nicht dasselbe. Ja, ich weiß, es ist nicht dasselbe, aber wie Sie es sagen, klingt es, als sei es nicht gut, nicht normal, sonst Nein. macht man nicht. Nein, das habe ich so nicht gesagt. Es klingt so. Wissen Sie, ich habe da ein paar Probleme mit dieser amerikanischen Familienethik. Es kommt mir so vor, als hätte sie das ganze Land hypnotisiert. Und ich schätze, Sie betrachten jemanden wie mich als eine arme, deplatzierte Seele, die ruhelos über den Planeten wandern muss und nicht mal einen Fernseher oder selbstreinigenden Ofen. Jemand, der beschließt, sich niederzulassen und eine Familie zu haben, ist deswegen nicht hypnotisiert. Ich habe noch nie eine Gazellenherde auf wilder Flucht gesehen. Das bedeutet aber ebenso wenig, dass ich mein Leben verschlafe. Sie wollen Ihren Mann verlassen? Nein, natürlich nicht. Ah, es tut mir furchtbar leid. Entschuldigen Sie bitte. Verzeihen Sie die Frage. Wie kommen Sie dazu, so etwas zu fragen? Ich dachte, das ist es, was wir hier tun. Wir stellen uns Fragen. Es war dumm von mir. Nein, ich dachte, dass wir eine normale Unterhaltung führen. Sie fangen an, diese Fragen zu stellen und legen in die Antworten Bedeutungen, die ich missverstehe oder überhaupt nicht verstehe, weil ich dafür wohl zu simpel bin oder sowas. Nein, es tut mir sehr leid. Ich muss mich wirklich entschuldigen. Tja, also, Rosamund Bridge im Morgengrauen. Es ist besser, ich gehe jetzt. Es tut mir leid. Nein, ich muss mich entschuldigen und Sie müssen mir verzeihen. Das war eine sehr indiskrete Frage und es war einfach dumm von mir. Das Gefühl, ich hätte irgendwas verdorben. Nein, es war ein perfekter Abend. Er war gut, so wie er war. Ein perfekter Abend, ein schöner Spaziergang. Ich danke Ihnen für Ihre nette Gesellschaft und den Brandy. Sie sind eine gute Frau, Francesca. Am besten halten Sie den Brandy immer griffbereit. Sie brauchen vielleicht hin und wieder einen. Und Sie sollten sich nichts vormachen, Francesca. Sie sind alles andere als eine simple Frau. Johnson? Richard, hi. Ja. Habt ihr ein anständiges Hotel? Aha. Gut. Ich sagte gut. Oh.
wieder Abendessen wollen, wenn weiße Nachtfalter wach werden. Kommen Sie vorbei, nachdem Sie fertig sind. Jede Zeit ist mir recht. Johnson? Hi, hier ist Robert. Kincaid. Hi. Ich habe Ihre Nachricht gefunden. Mit den Nachtfaltern und so. Ich habe sie erst mal in die Tasche gesteckt und später gelesen, weil das Licht sich verändert hat und ich musste meine Fotos kriegen. Das Licht hat sich verändert. Ja, ich nehme Ihre Einladung gerne an, aber ich will erst ein bisschen später kommen. Ich will jetzt noch rüber zur Hollywell Bridge und da ein paar Fotos schießen. Wie wär's so kurz nach neun? Ja, tun Sie erst Ihre Arbeit, das ist am wichtigsten. Ich mache uns irgendwas Gutes und wir wärmen es auf, wenn Sie hier sind. Ich hätte eine Idee. Haben Sie vielleicht Lust, mich zu begleiten? Ja, das würde ich sehr gern, aber ich fahre selber rüber und wir treffen uns dort. In Ordnung? Gut. Und wann treffen wir uns? Wie wär's um sechs? Oh, okay. Großartig, okay. Bis dann. Bis dann. Güte, Lucy Redfield. Offenbar hat Mrs. Delaney sie ertappt. Hier ist noch was frei, wenn Sie wollen.
ganz schön heiß heute. Ja. Was ist? Wollen Sie was bestellen oder nicht? Nein. Nein, danke. Ich hab's mir überlegt. Wie wäre es mit diesem? Hm? Mm. Oh, das ist... Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe mir schon lange kein Kleid mehr gekauft, sehr lange. Ich meine, ich will nur einfach ein Kleid kaufen, nicht für eine besondere Gelegenheit oder so. Ich habe einfach bloß Lust, mir ein neues Kleid zu kaufen. Das ist alles. Das ist alles. Das müsste wirken. Und wenn er dann noch böse ist, sagen Sie ihm, Sie hätten eine bessere Partie machen können und haben ihn nur aus Mitleid genommen. Das wirkt bei meinem immer. Johnson? Hi, hier ist Robert. Oh, hi. Hören Sie, es könnte etwas später werden, aber ich werde trotzdem da sein. Ich will nicht, dass Sie das falsch verstehen, aber ich frage mich, ob das wirklich eine gute Idee ist. Oh. Es ist so, ich hatte einiges in der Stadt zu erledigen und da bin ich zufällig dieser Redfield-Frau begegnet. Oh. Dann kennen Sie jetzt wohl die ganze Geschichte. Ja. Der Kassierer im Gemischtwarenladen war überaus gesprächig. Ja, der will nächstes Jahr Stadtausrufer werden. Ich weiß jetzt mehr über diese Affäre, als ich über meine eigene Ehe wusste. Wenn es Ihnen deshalb lieber ist, dass wir uns nicht treffen, dann müssen Sie sich nicht verpflichtet fühlen. Ich bin nicht unbedingt der Hellste, wenn es um die Reaktion anderer Leute geht. Aber ich möchte Sie auf keinen Fall in eine kompromittierende Situation bringen. Ja, ja, ich verstehe. Dass Sie daran denken, ist wirklich... sehr nett von Ihnen. Robert? Ja? Ich will kommen. Okay, also treffen wir uns an der Brücke wie geplant und machen Sie sich um alles andere keine Sorgen. Ich mache es nicht. Also gut, ich sehe Sie dann draußen. Okay. Bis dann. Bis dann. Schön hier. Sehr schön. Machen Sie es sich gemütlich. Ich will nur noch ein paar Schüsse von da unten machen. Oh, sehen Sie, ein Schmetterling. Erwischt. Oh.
Nein, bitte nicht fotografieren, bitte. Wieso nicht? Wunderschön, stellen Sie sich mal in Pose. So wie die französischen Models, bitte. Ich kann das nicht. Regina Rorobrigida. Oh, nein. Kann ich helfen? Nein. Nein, ich habe alles unter Kontrolle. Und jetzt werde ich mich nur noch ein bisschen frisch machen. Ich nehme ein Bad. Wie wäre es, wenn ich inzwischen den Tisch decke? Was halten Sie davon? Oh, das wäre nett. Sicher. Gut. Wollen Sie ein Bier für Ihr Bad? Ja. Oh, das ist nett. Das Essen wird in einer halben Stunde fertig sein. Mir wurde bewusst, er war erst vor ein paar Minuten hier gewesen. Ich lag an der Stelle, an der das Wasser in seinem Körper hinuntergelaufen war. Und ich fand diese Vorstellung außerordentlich erotisch. Ich hatte angefangen, beinahe alles an Robert Kincaid erotisch zu finden. Hi, Madge. Ja. Nein, ich war nur gerade dabei, mir etwas zum Abendessen zu machen. Nein, was? Oh. Nein, von wem? Ach, der, ja, das soll ein Fotograf oder Reporter sein. Mhm. Ein Hippie? Nein. Ich weiß nicht, glaubst du, Hippies sehen so aus? Nein, ich war gerade auf dem Weg ins Bad, als du angerufen hast. Ja, die kommen nicht vor Freitag zurück. Ja, aber ich rufe dich an, wenn ich Zeit habe, okay? Mhm. Gute Nacht. If you could see.
It doesn't matter where you are, 'cause I can see how fair you are. I close my eyes and there you are. If you could see the magic doesn't matter where you are, 'cause I can see how fair you are. I close my eyes and there you are. Er würde für das, was passieren würde, nicht um Entschuldigung bitten. Was ist mit dir? Ich brauche dringend frische Luft. Ja. Erzähl mir von damals, als du ausgestiegen bist aus dem Zug. Du kennst ja den Bahnhof. Ja. Und du weißt das kleine Restaurant auf der anderen Seite der Straße. Ja. Mit den Marquesen. Serviert Arancinos. Arancini. Zeppolis, ich kenne es ziemlich gut. Ich war da, einen Kaffee trinken.
Meinst du einen Tisch bei dem Torbogen oder auf der anderen Seite gegenüber der Kirche? In der Nähe der Kirche. Ja. Ich weiß. Ich saß auch mal da. Ich saß da und es war ein Tag wie dieser. Es war sehr heiß. Ich war vorher beim Einkaufen und all die Päckchen standen um meine Füße. Und die dummen Päckchen fielen immer um. Geschichte zu vergessen. Ich Glückspilz. Jeder Gedanke an ihn weckte unbekannte Gefühle in mir. Und er las alle meine Gedanken. Was immer ich fühlte, was immer ich wollte. Er gab sich selbst dafür auf. Und in diesem Moment war alles, was ich bis dahin über mich selbst gewusst hatte, Vergangenheit. Ich benahm mich wie eine andere Frau. Und doch war ich mehr ich selbst als jemals zuvor. Wir beschlossen, den Mittwoch weit weg von Winterset zu verbringen. Weit weg von Madison County. Weit weg von Weiden und Brücken. Von Menschen, die zu bekannt und Mahnungen, die zu schmerzvoll waren. Wir ließen uns vom Tag treiben, wohin er wollte. Oh, ist das Indien? Das ist wunderschön. Oh, sieh dir das hier mal an. Ihr Ausdruck ist so lebendig, so unbefangen, als würden Sie die Kamera überhaupt nicht wahrnehmen. Nein, weißt du, das sind keine Fotografien, das sind Geschichten. Du solltest sie veröffentlichen. Du solltest ein eigenes Buch herausgeben. Nein, das würde niemand kaufen. Warum sagst du das? Weil 6 Herausgeber das zu mir gesagt haben. Ich mache mir nichts draus. Was immer es auch sein mag, wodurch man als Künstler geachtet und anerkannt wird, es ist eine Eigenschaft, die ich nicht habe. Das ist alles. Es beginnt vielleicht damit, dass du dich selbst anerkennst. Vielleicht. Und vielleicht solltest du dich mal fragen, warum du besessen bist. Was ist das? Ich habe mich gestern Nacht daran erinnert, nachdem du fort warst. Es wurde für mich in Assisi gemacht. Meine Tante schenkt es mir zu meinem 7. Geburtstag. Francesca. Du sollst es behalten. Ein Freund von Robert hatte ihm von einem Lokal abseits der Schnellstraße erzählt. Einem Lokal, in dem uns, wie Robert mir versicherte, niemand sehen würde, der mich kennt. Danke sehr. Stimmt's so. Ich kann nicht anhören.
du eigentlich gewesen, als du jünger warst? Schlimm. Warum? Ah, nur Neugier. Wieso warst du schlimm? Ich war unbeherrscht und jähzornig. Was für Menschen waren deine Mutter und dein Vater? Ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Was? Ein ganzes Leben in die kurze Zeit zwischen jetzt und Freitag pressen. Wo warst du denn? In der Bar in der Stadt. Hast du mit Betty telefoniert? Du solltest sie lieber anrufen. Ich weiß jetzt, wer Lucy Delaney ist. Du erinnerst dich doch an die Delaneys von der Hillcrest Road. Ja, aber ich dachte, die ist schon lange tot. Er hat nochmal geheiratet, Lucy Redfield. Offenbar hatten die beiden vor vielen Jahren ein Verhältnis. Und offenbar war die erste Mrs. Delaney so etwas wie ein Stockfisch. Du meinst, sie hielt nichts von Sex? Mom hätte ihr helfen können. Oh. Oh, Mann. All die Jahre war ich sauer, weil ich nie das wilde Leben von Paris gelebt habe. Und all die Jahre hätte ich es hier haben können, bei uns in Iowa. Hast du getrunken? Bist du blau? Noch nicht. Wollen wir kurz von hier verschwinden? Schon überredet. Oh, warte, warte, ich nehme die Schlüssel. Entschuldige bitte, ich nehme die Schlüssel. Ich mache, ja? Jedenfalls nicht, seit wir verheiratet sind. Wolltest du es denn? Oh, so ungefähr 1000 Mal. Was mache ich jetzt? Was gut genug für Mom war, ist gut genug für mich. Weißt du, was mich ärgert? Ich bin Mitte 40.
Und ich bin schon seit über 20 Jahren in dieser miesen, verkorksten Ehe gefangen. Und das nur, weil man mich gelehrt hat, alles auszuhalten. Normale Menschen dürfen sich nicht scheiden lassen, glaub mir. Ich weiß nicht mehr, wann mein Mann mich das letzte Mal so geliebt hat, dass ich dachte, ich würde nach Afrika fliegen können. Offen gesagt, ich glaube nicht, dass er es jemals getan hat. Und jetzt erfahre ich, dass unsere liebe Mutter zwischen Backen und Kochen ein Liebesleben geführt hat, wie ein Eisnin. Und was ist mit mir? Ich fühle mich wirklich verletzt, so als hätte... Ja, als hätte sie mich betrogen, nicht der. Das macht mich krank. Verstehst du, als einziger Sohn, da bist du... Fühlst du dich wie ein Prinz in einem Königreich und in deinem Unterbewusstsein steckt irgendwie der Gedanke, deine Mutter ist an Sex nicht mehr interessiert, weil sie ja dich hat. Du hast recht, das ist krank. Wenn sie so unglücklich war, warum hat sie uns nicht verlassen? Kann ich weiterlesen? Irgendetwas Wichtiges versäumt? Nun ja. Sie hatte ihn gerade in ihr Zimmer mitgenommen. Dads Zimmer? Ist ja gut, du kannst den Absatz überspringen, in Ordnung, und du fängst hier an. Robert lag schlafend im Bett. Ich aber tat die ganze Nacht kein Auge zu. Was würde morgen passieren? Am Ende dieses Tages würde er weggehen. Und all das Neue und Unbekannte, das mir so vertraut geworden war, würde verschwinden. Danke. Nicht zu danken. Gut. Mehr Kaffee? Gern. Danke. Ja. Robert, sei mir nicht böse, wenn ich dich etwas frage, aber ich habe das Gefühl, ich sollte es tun. Was? Mit all deinen vielen Freundinnen überall auf der Welt, wie funktioniert das? Siehst du die meisten von ihnen wieder oder vergisst du sie wegen der anderen? Oder schreibst du manchen hin und wieder? Wie machst du das alles, hm? Was meinst du? Ich will nur die Routine kennenlernen, wie das so geht, damit ich nichts durcheinander bringe. Willst du Konfitüre haben? Was redest du da über Routine? Es gibt keine Routine. Hältst du das hier für Routine? Bitte, was ist es? Wieso bestimme ich das? Du bist hier die verheiratete Frau und hast nicht vor, deinen Mann zu verlassen, stimmt's? Nein, warum? Um mit jemandem vorzugehen, der alle Menschen, aber doch keinen besonderen braucht? Was wäre der Sinn dabei? Reichst du mir bitte mal die Butter? Ich war ganz ehrlich mit dir. Mhm. Oh ja, absolut ehrlich. Ja, das warst du. Und du hast dir diese Eigenbrötlerhaltung zugelegt und es ist schwer, sich sowas abzugewöhnen. Aber wenn du wirklich so bist, wie du tust, wozu dann schlafen? Du brauchst keine Ruhe. Wozu dann essen? Du brauchst keine Nahrung. Was machst du da? Was weiß ich, vielleicht bin ich nicht auserwählt, ein Weltbürger zu sein, der zur selben Zeit alle und keine Erfahrungen macht. Was weißt du denn von meinen Erfahrungen? Ich kenne dich. So? Ja, doch was für eine Bedeutung kann das für jemanden haben, der so etwas gar nicht braucht, dem es genügt, ein Geheimnis zu sein, der angibt, sich nicht zu Tode zu ängstigen. Lass uns damit aufhören, sofort. Weißt du was, nachdem du fort bist, werde ich für den Rest meines Lebens hier sitzen und mich fragen müssen, was mit mir geschehen ist, wenn überhaupt was geschehen ist. Ich werde mich fragen müssen, ob du nicht gerade bei einer Hausfrau irgendwo in Rumänien oder sonst wo sitzt und ihr Geschichten über deine Freunde in aller Welt erzählst und du schließt mich heimlich in die Gruppe ein. Was willst du von mir hören? Ich will gar nichts von dir hören. Ich brauche es nicht, dass du irgendetwas sagst. Ich will, dass du sofort damit aufhörst. Na fein.
Möchtest du noch Eier oder ficken wir einfach ein letztes Mal auf dem Boden? Hör zu, ich habe nicht die Absicht. Ich werde mich auf keinen Fall dafür entschuldigen, wer ich bin. Niemand bitte dich darum. Ich glaube, ich brauche nicht das Gefühl zu haben, ich habe was Falsches getan. Nein, du bist nicht so gebaut, Gefühle zu haben. Du brauchst gar nichts. Denn du hast ja dein eigenes Paradies auf dieser Welt, in dem du Voyeur, Eremit oder der große Liebhaber sein kannst. Und der Rest von uns muss dankbar sein, dass du uns in deiner Gnade für einen winzigen Moment berührt hast. Ach, was zur Hölle! Es ist nicht menschlich, sich nicht einsam zu fühlen. Und es ist nicht menschlich, sich nicht zu fürchten. Ein Heuchler bist du und ein Schwindler. Ich will dich nicht brauchen. Wieso nicht? Weil ich dich nicht haben kann. Was für einen Unterschied macht das? Verstehst du das denn nicht? Ich will doch nur die Wahrheit wissen. Verstehst du mich wirklich nicht? Ich muss einfach die Wahrheit wissen. Ich muss deshalb die Wahrheit wissen, weil ich sonst verrückt werde. Also sag sie mir, egal wie, weil ich nicht so tun kann, als sei alles in Ordnung, bloß weil es so sein muss. Und ich dir nicht vorspielen kann, dass ich nicht fühle, was ich fühle, nur weil es morgen schon vorbei ist. Wenn ich dir auch nur den kleinsten Anlass gegeben habe zu denken, das, was zwischen uns gewesen ist, sei nicht neu für mich, sondern bloß Routine, dann werde ich mich entschuldigen. Worin liegt der Unterschied, Robert? Es ist, wenn ich darüber nachdenke, warum ich meine Bilder mache, ist der einzige Grund, der mir einfällt. Dass ich sie machen musste, damit sie mich hierher führen. Und jetzt kommt es mir so vor, als ob ich alles, was ich im Leben gemacht habe, nur gemacht habe, um hierher zu finden, zu dir. Und wenn ich daran denke, dass ich morgen wegfahren muss, ohne dich, dann... Nein, nein. Wo ist dein Wagen? Ich habe ihn hinter die Scheune gefahren. Ich gehe nach oben. Hi. Hi, Mensch. Ich habe Plätzchen gebacken. Den Jungen und Floyd habe ich in der Stadt abgesetzt. Ich sage, Floyd, ich besuche jetzt meine Freundin und bleibe den ganzen Nachmittag. Das ist alles verstanden. Sagt er, wer macht mir das Mittagessen, sage ich. Ich mache heute krank, geh ins Gasthaus. Ist das nicht lustig? Glaub ja nicht, der hätte es gewagt, auch nur eine Augenbraue zu heben, sonst hätte er was zu hören gekriegt wegen seiner Sauferei mit den Stanford-Jungs. Tut mir leid, dass ich erst nach 2 Tagen komme, aber mit dem Jungen zu Hause, der läuft mir die Zeit bloß so davon. Und wie ist es auf der Landwirtschaft? Schau, hast du schon was gehört? Ist das heiß? Ja, sehr heiß. Oh. Thank you.
just where you belong. We were so in love, it was almost like a song. Du wirst nicht mitkommen, nicht wahr? Wieder und wieder habe ich nachgedacht, aber wie ich es auch drehen und wenden mag, es scheint mir nicht das Richtige zu sein. Für wen? Für jeden von Ihnen. Das Geschwätz der Nachbarn wäre für sie unerträglich. Und Richard? Richard wäre zutiefst verletzt und würde es nie überwinden. Es würde ihn zerbrechen, weißt du. Und das verdient er nicht. Er hat in seinem ganzen Leben noch nie jemanden verletzt. Aber er könnte von hier weggehen. Menschen können umziehen. Seine Familie besitzt diese Farm schon seit über 100 Jahren. Richard wäre nicht fähig, irgendwo anders zu leben. Und meine Kinder? Die sind praktisch erwachsen. Du hast selbst gesagt, dass sie so gut wie nie mit dir reden. Ja, sie sagen nicht sehr viel. Aber Caroline ist erst 16. Und sie ist dabei, Erfahrungen zu sammeln, die für sie wichtig sind. Sie wird sich irgendwann verlieben und versuchen, sich mit jemandem ihr Leben aufzubauen. Wenn ich sie verlasse, was wird ihr das sagen? Und was ist mit uns? Du musst es doch wissen, tief in dir. Sobald wir hier weggehen, wird sich alles verändern. Ja, und ich glaube, zum Besseren. Und wie groß auch immer die Entfernung sein mag, die wir zwischen uns und dieses Haus legen, ich trage es in mir. Ich fühle es, wann immer wir zusammen sind. Und ich werde anfangen, unsere Liebe dafür verantwortlich zu machen, dass es so weh tut. Und dann werden selbst diese vier wundervollen Tage mir so vorkommen, als seien sie schmutzig und unrecht gewesen. Francesca, glaubst du, das, was uns passiert ist, das passiert jedem? Das, was wir fühlen, unsere Empfindungen füreinander. Wir sind dadurch nicht länger zwei verschiedene Menschen. Und danach suchen manche Menschen ihr ganzes Leben, ohne es zu finden. Und andere wissen gar nicht, dass es existiert. Und du willst mir sagen, du sagst mir, dass es nicht das Richtige ist. Du gibst auf. Wir sind genau das, wofür wir uns entschieden haben, Robert. Du verstehst es nicht. Kannst du? Niemand versteht, wenn eine Frau sich einmal dafür entscheidet, sich zu verheiraten und Kinder zu kriegen. Dann heißt es auf der einen Seite, ihr Leben beginnt, aber andererseits hört es auf. Du baust dein Leben voller Kleinigkeiten auf. Du hältst an, du bleibst stehen, du stehst... St-
still, sodass deine Kinder sich bewegen können. Und wenn sie fortgehen, dann nehmen sie dein Leben voller Kleinigkeiten einfach mit. Und von dir erwartet man, dass du dich wieder bewegst. Du erinnerst dich gar nicht mehr, was es war, was dich bewegt hat, weil es so lange niemand von dir verlangt hat. Nicht mal du selbst. Du erwartest ja nicht. Du erwartest nicht, dass eine Liebe wie diese dir begegnet. Aber jetzt ist sie dir begegnet. Ja, und jetzt will ich sie behalten, für immer. Ich will dich lieben, wie ich dich jetzt liebe, für den Rest meines Lebens. Aber wenn wir fortgehen, verlieren wir sie. Ich kann aber doch nicht ein ganzes Leben wegwerfen und einfach so ein neues anfangen. Alles, was ich tun kann, ist versuchen, uns beide festzuhalten. Irgendwo tief in mir. Und ich will, dass du mir hilfst. Willst du es wirklich, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht fühlst du nur so, weil du in diesem Haus bist. Aber warte bis morgen, bis sie zurückkommen. Dann fühlst du vielleicht anders. Glaubst du nicht, dass es möglich ist? Ich weiß es nicht. Hör zu, ich bin ja noch für ein paar Tage hier und wir können noch darüber reden. Wir müssen uns nicht gleich entscheiden. Robert, tu das nicht. Ich will jetzt noch nicht Lebewohl sagen. Wir müssen diese Entscheidung noch nicht treffen. Vielleicht änderst du deine Meinung. Wir treffen uns vielleicht nochmal und du überlegst es dir. Ja. Wenn das passiert, dann wirst du entscheiden müssen, weil ich es nicht kann. Ich sage das nur einmal, ich habe das noch niemals vorher gesagt. Aber diese Gewissheit, jemanden so zu lieben, hast du im Leben nur einmal. Thank you.
Du hast gewonnen. Ich hab nicht fertig gebracht, ihn zu verkaufen. Ich weiß. Ich wusste, du würdest gewinnen. Gutes Kind, ich bin stolz Danke. Auf dich. Danke, Mom. Hi. Hi, Mom. Hast du gegessen? Hm? Ja, natürlich. Sicher. Ja? Wie geht's dir? Na, die Fahrt hat ja nicht so lange gedauert. Zwei Stunden. Zwei Stunden nur, ja. Gut. Es war unheimlich toll. Habt ihr Hunger? Ich habe was Gutes für euch. Es war eine Menge los. Ihr seid nach Hause gekommen und mit euch mein Leben voller Kleinigkeiten. Ein oder zwei Tage gingen vorbei und mit ihnen die Gedanken an ihn. Jede Pflicht erwies sich als Lebensretter, der mich weiter und weiter von diesen vier Tagen wegzog. Ich war dankbar. Ich fühlte mich sicher. Erlösen Sie mich von meinem Elend. Ich halte die Spannung nicht mehr aus. Na los, schießen Sie! Sie meine ich doch gar nicht. Ich weiß, ich bin erledigt. Ich halte die Spannung nicht mehr aus. Schießen Sie! Ich brauche nicht meine Augen. Und ich habe meine Henkersmahlzeit gegessen. Mit einem berühmten Hackbraten. Einen Augenblick wusste ich nicht, wo ich war. Und für einen Sekundenbruchteil blitzte in mir der Gedanke auf, dass er mich nicht wirklich wollte. Dass es ihm leicht fiel zu gehen. Robert lehnte sich hinüber, wie um etwas aus dem Handschuhfach zu holen. Acht Tage vorher hatte er es auch getan. Sein Arm hatte dabei mein Bein gestreift. Und vor einer Woche war ich in Des Moines gewesen, um ein neues Kleid zu kaufen.
Truck ist aber ganz schön weit weg von zu Hause. Washington State. Ich wette, das ist der Fotograf, von dem Sie im Café erzählt haben. Mann, worauf wartet der Fall los? Stiegen die Worte hoch. Ich hatte Unrecht, Robert. Es war falsch von mir zu bleiben, aber ich kann nicht gehen. Lass mich dir noch mal sagen, warum ich nicht gehen kann. Sag mir noch mal, warum ich gehen sollte. Ich hörte, wie seine Stimme zu mir zurückkam. Diese Gewissheit, jemanden so zu lieben, hast du im Leben nur einmal. Was hast du, Franny? So nett und sagst mir, was dir fehlt. Lass mir nur eine Minute Zeit, Richard. Es ist nicht. Es ist nur. Ich war an diesem Abend dankbar für die Ruhe. Mir wurde klar, dass die Liebe nicht unseren Erwartungen gehorcht. Ihr Mysterium ist rein und absolut. Was Robert und ich hatten, hätte nicht so weitergehen können, wenn wir zusammen wären. Und was Richard und ich teilten, würde verschwinden, wenn wir uns trennten. Aber wollte ich eigentlich daran teilhaben? Wie hätte sich unser Leben verändert, wenn ich gegangen wäre? Hätte jemand seine Schönheit erkennen können? Hi, ich bin Francesca Johnson und ich fühle mich wirklich nicht sehr wohl in meiner Haut, weil ich sie nicht schon viel früher besucht habe. Oder komme ich ungelegen? Ich störe sie hoffentlich nicht. Nein, nein, gar nicht. Wir wurden unzertrennlich, Lucy und ich. Das Witzige ist, ich erzählte ihr nicht gleich von Robert, sondern erst Jahre später. Aber aus irgendeinem Grund gab mir das Zusammensein mit ihr ein Gefühl der Sicherheit, indem ich an ihn denken und ihn weiterlieben konnte. Die Leute in der Stadt zerrissen sich das Maul über uns. Aber wir scherten uns nicht darum. Und euer Vater auch nicht. Zeit für die Medizin.
es deine eigenen Träume. Es tut mir leid, dass ich sie dir nicht erfüllen konnte. Ich liebe dich über alles. Nach dem Tod eures Vaters versuchte ich, mit Robert in Verbindung zu treten. Aber ich erfuhr, dass er National Geographic verlassen hatte. Niemand schien zu wissen, wo er war. Meine einzige Verbindung zu ihm waren die Orte, die wir gemeinsam besucht hatten. Und so ging ich sie jedes Jahr an meinem Geburtstag wieder besuchen. Und dann eines Tages bekam ich einen Brief von seinem Anwalt. Und ein Paket. Seitdem ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht an ihn dachte. Als er sagte, dass wir nicht mehr zwei verschiedene Menschen seien, hatte er recht.
Wir waren so eng miteinander verbunden, wie zwei Menschen es nur sein können. Wäre er nicht gewesen, ich glaube, ich hätte es nicht all diese Jahre auf der Farm ausgehalten. Erinnerst du dich an mein Kleid, das du immer wolltest, Caroline? Das, von dem du immer gesagt hast, ich ziehe es ja doch nie an. Ich weiß, es ist albern. Aber für mich war es, als hättest du mich gebeten, mein Hochzeitskleid ins Kino anziehen zu dürfen. Nachdem ihr dies alles gelesen habt, hoffe ich, ihr könnt jetzt meinen Bestattungswunsch verstehen. Es ist keine Verrücktheit einer versponnenen alten Frau. Ich habe für meine Familie mein Leben gegeben. Und ich will Robert geben, was von mir übrig ist. Moment sprechen. Ich habe die ganze Nacht auf dich gewartet. Würdest du mir bitte verraten, wo du gewesen bist? Habe ich dich hier glücklich gemacht, Betty? Denn das liegt mir am Herzen. Mehr als alles andere. Weißt du, ich bin's. Gut. Und dir? Hör zu, wir müssen uns unterhalten. Wie wär's mit gleich? Nein. Ich habe mich entschlossen, für eine Weile hier zu bleiben. Ich weiß noch nicht, wie lange. Nein, ich bin nicht sauer auf dich, Steve. Das bin ich nicht. Ich bin nicht wütend auf dich. Ich habe Lucy seinen Fotoband gegeben. Wenn er euch interessiert, seht ihn euch an. Wenn meine Worte noch einige Dinge unklar gelassen haben, können seine Bilder vielleicht helfen, sie zu verdeutlichen. Schließlich ist es das, was ein Künstler am besten kann. Ich liebe euch beide von ganzem Herzen. Tut, was in euren Kräften steht, um in diesem Leben glücklich zu werden. Es gibt so viel Schönes. Lebt wohl, meine Kinder.